Willkommen zurück zu Bayonetta. Im letzten Part haben wir eine sehr nervige Sequenz mit diesen komischen Schiffen hier gemacht. Ich bin froh, dass sie vorbei ist und, ja. Wir springen hier auf diesen merkwürdigen Ring und öffnen diese Kiste hier. Ich sagte, wir öffnen diese Kiste hier. Und finden, ja, irgend so ein komisches Ding für Angel Attack. Was mir aber egal ist. Denn ich mag nicht Angel Attack. Aber das ist ein anderes Thema. So. Da leuchtet was, da will ich hin. Wenn Bayonetta es denn mal zulassen würde. Ja, Bayonetta hat sich im letzten Part immer von diesen Schiffen gestürzt, obwohl ich das nicht wollte. Wir haben eine interne Diskussion darüber gestartet, ob das denn sein muss. Und sind zu dem Schluss gekommen, nein. Okay, wo bin ich? Ja, was muss ich hier tun? Was will das Spiel von mir? Muss ich zurück? Ich glaube, das Spiel will, dass ich zurückgehe. Es wollte mich gerade erstmal umbringen, es speichert. Das ist ein gutes Zeichen. Speichern bedeutet immer, es ist richtig. So. Okay. Laufen wir mal als Katze durch. Ich glaube, anders kommen wir da auch nicht durch. Ich denke, wir werden dann im nächsten Kapitel oder am Ende dieses Kapitels auf jeden Fall gegen dieses komische Tentakel-Ding da kämpfen. Okay, da komme ich her, oder? Ja. Verwirrender Levelaufbau gerade. Ich habe die Gegner nicht mal gesehen, habe aus einfach instinktiv Tasten gedrückt und schon war das Ding tot. Oh Mann. Zack. Und für den machen wir mal den Folterangriff. Oder wir können ihn auch mal töten. Ja, im Moment sieht es doch relativ entspannt aus, würde ich fast mal sagen. Gladusch. Kein Kuss bei Bayonetta? Ich hatte gerade schon die Befürchtung, ich muss zurück zu den Pflanzen. Aber eine Sequenz, okay. See, she just went to look for something. That's all. I can't believe that witch placing a poor, helpless child under her spell. If she did anything to this little girl's parents, I swear. Mommy. No need to cry. We'll get you to your mom in no time. Here, I've got some candy if you want. What is this? It's yummy. I don't know. It's candy. Strawberry, I think. Hey, Kitty, I've got some yummies. Would you like some? Is that cat your friend? Yes, he is. His name is Cheshire. He's cute, isn't he? Cheshire. What a stupid name. Well, so was darf man auch nicht zu Kindern sagen, komischer Mensch. Now, all I have to figure out is what to do about you. So, Cerecita, that woman's really your mom? Uh-huh. My mummy is strong, and she protects me from scary monsters. Monsters? I don't think you know who the real monsters are. Tja, was mich interessieren würde, wenn sie die Tochter von Bayonetta ist, wer ist denn der Vater? Das wäre ja auch mal interessant zu wissen. Okay, Vers Nummer 7 beendet. Auf geht's zu Vers Nummer 8. Wahrscheinlich dem letzten in diesem Kapitel. Ich glaube, es gibt maximal immer nur 8. Hier komme ich doch her, oder? Da komme ich doch her. Da wollen wir dann gar nicht erst wieder zurück. So, hier laufe ich einfach mal blindlings durch. Meistens funktioniert es, manchmal nicht. Ist mir auch egal, wenn ich hier AP verliere. Irgendwie
Diese Lutscher, die sind wahrscheinlich auch echt nur im höheren Schwierigkeitsgrad wirklich relevant. Ich habe mir ja welche gekauft, womit ich mich heilen könnte, wenn ich in das Menü gehe. Aber so wirklich relevant ist das nicht. Gut, hier könnte ich wieder shoppen. Das lassen wir mal. Okay, ich sehe nicht, was mich angreift, aber ich werde von irgendwas angegriffen. Aber lange wird dieses etwas auch nicht leben. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass diese Katzengestalt, dass es die von Bayonetta in dem Smash Bros. Spiel gar nicht gibt oder in den Spielen. Eventuell ist das ja doch irgendwie so eine Spezialattacke oder sowas, die ich jetzt nicht kenne. Das kann durchaus sein, weil ich jetzt nur Smash Bros. Absolute Casual bin. Aber ich finde halt diese Katzengestalt schon ganz cool. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Okay, irgendwo haben wir hier noch einen Gegner. Kann ich zurück ins Wasser? Ach, hier wieder so ein komischer Winddrache. Da hatten wir doch schon mal einen. Das war dann irgendwie total nervig, den so anzugreifen. Weil die Kamera so komisch war. Ach gut, mit dem. Wenn wir hier unsere Hexenenergie immer triggern können, ist ja relativ easy, das Ding zu besiegen. Jetzt macht ihr das auch schon wieder hier. Ich muss wahrscheinlich darüber springen irgendwann. Hm, wo bist du denn, kleiner Drache? Komm her. Er liegt auf dem Boden. Das nutzen wir doch mal aus. Dachte ich zumindest. Abend. Perfekt. So, der Drache ist jetzt hier irgendwo wieder am Leben. Ich habe keine Ahnung. Ja, das sind dann wieder diese Stellen, wo ich mir denke, warum muss man das so machen? Bis ich den erledigt habe, das wird ja noch Ewigkeiten dauern. Sagen wir, aktivieren mal lieber diese Statue, dann können wir den mit der Echsenenergie vielleicht schneller besiegen. Ich sehe ihn halt auch nicht. Durch diese grandiose Kamera. Aber sie schießt, glaube ich, gerade auf ihn. Wo er auch immer ist. Ich könnte auch einfach mal stehen bleiben, in der Hoffnung, dass er mich angreift. Ah, da auf dem Boden. So, jetzt ist er doch tot, oder? Ich wollte es gerade sagen. Oh, Vers Nummer 9. Es gibt sogar mal einen 9. Vers. So. Ich wollte gerade sagen, und sie macht doch jetzt bestimmt den Weg da frei und wir müssen da jetzt irgendwie... wie auch immer hinkommen. Wahrscheinlich springen selber mit Hexenenergie. Nee, okay, so geht das nicht. Kann ich als Katze höher springen? Ja, so geht's zumindest, okay. So, Kapitel Nummer 10 haben wir beendet. Paradiso, ein Stern mehr. Ach ja. Ich weiß nicht, was die ganzen Kapitel jetzt eigentlich alle noch passieren soll. Also ich könnte ja mal... Ich meine, das Spiel ist jetzt 100.000 Jahre alt. Es gibt irgendwie 16 Kapitel. Wir sind jetzt im 10. Angel Attack. Ich frage mich, was hier noch... so passieren. So klar, es wird irgendwie einen Twist noch geben, wer ihr Vater ist. Aber ansonsten bin ich mal gespannt. So, ich lasse mich gerne überraschen, was das Spiel hier noch so Schönes bringt. Kapitel 11, die Kardinaltugend der Gerechtigkeit. Jo, als erstes Thema Gerechtigkeit. Wir speichern erstmal. Das hat damit zwar nichts zu tun, aber ich mach's trotzdem. So, ja, wir spielen mal. Vielleicht kommt eine Sequenz, dann kann ich trinken und halt die Schnauze. Vielleicht geht's auch direkt weiter mit Sexy Hexy Action. Wir schauen einfach mal.
was das Spiel uns so serviert an Action. Okay, das hängt mit dieser Brille zusammen. Ich hätte gedacht, weil sie eine Hexe ist. Vielleicht hat Bayonetta ihren Vater ja doch nicht getötet. Er hat das nur nicht gesehen. Das will das Spiel uns jetzt sagen. Ja, spiele ich ihn jetzt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, Bayonetta ist so ein bisschen Japans Antwort auf Lara Croft irgendwie. Also nicht vom Spielerischen oder so, aber Lara lebte ja damals auch so ein bisschen, ja, von ihrem Sexappeal. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil es einfach nur so ein Stück Pixel war. Aber es war, tun wir, das gab ja auch früher kein anderes Spiel zu der Zeit, was zumindest so in dem, ja, in der Größenordnung, wo man eine Frau gespielt hat. Und da hatte wahrscheinlich damals schon der eine oder andere Jugendliche einen durchaus furchteren Traum, aber naja. So, das Spiel speichert. Hat er nicht eben noch die Brille auf? Ja, das wird jetzt wahrscheinlich gegen dieses Tentakelmonster gehen. Alles andere würde mich sehr überraschen. Ja gut, was nimmt er ihr auch die Brille weg, ne? Nein, die Katzenpuppe! Boah. Ich hau dem Ding gleich so auf die Fresse. Kann er nicht einfach diese Katzenpuppe da angreifen? Wie geil, sie rettet die Katzenpuppe wirklich. Oder versucht es zumindest. Ich würde sie jetzt voll feiern, wenn sie mit dieser Katzenpuppe noch irgendeine Verwandlung oder Spezialattacke macht. He's hurt you, has he? Well, we can't be having that now, can we? Vielleicht passiert das ja auch. Ich würde es auf jeden Fall cool finden. Sie ist ja eine Hexe, sie hätte durchaus ihre Möglichkeiten, da vielleicht was zu verzaubern. Justitia. Wieder ein Buch. Mit Siegel. Ja. Vielleicht kriegen wir diese Bedeutung irgendwann nochmal raus. So, dann komm mal her, du kleines Tentakelmonster.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe keinerlei Kontrolle, was ich hier gerade mache. Aber das ist egal. Das Ding, der Gegner verliert HP. Wir weichen immer schön aus und drücken irgendwelche Tasten. Bisher scheint es einigermaßen zu funktionieren. Ich habe mir bisher noch keine Aufnahme angeguckt von dem, was ich hier streame. Ich weiß nicht, wie laut man überhaupt die Tasten hört, die ich hier drücke. Ich gehe mal davon aus, dass man die auf jeden Fall später hören wird. Alles andere wäre für mich schon tatsächlich echt überraschend. So, stirb! Du komisches Ding! Oh Mann, Hilfe! Ich bin in der Luft! Jetzt kämpfe ich auf dem Ding weiter. Oder auch doch nicht. Stirb, ich mag dich nicht. Ich glaube, ich muss auf den Kopf mehr gehen. Wie verliert das gerade gar keinen HP? Das gefällt mir nicht. Ja, wir laufen hier mal weiter. Ich glaube, ich muss einfach erstmal Richtung Kopf laufen. Autsch. Oh Gott. Aber als Katze kommen wir deutlich schneller durch. Das macht auch Sinn. Irgendwann wird dieser Tentakel auch vorbei sein. Dann können wir wahrscheinlich genau irgendwie sowas machen. Und jetzt hier unsere vollsten Tastenkombinationen, Button-Smashing-Action raushauen. Okay. Hier wandelt sich in irgendwas. Autsch, das tut weh. Muss ich jetzt von der Plattform... Nee, okay. Ich habe gerade gewundert, ob ich von der Plattform eventuell weglaufen muss. Aber ich habe ja gar keine Möglichkeit. So, immer schön auf den Kopf. Oh Gott, diese... Stelle ist gerade ein wenig anstrengend. Dadurch durch dieses ewige Gewackel der Kamera gerade. Ich glaube, jetzt passiert immer wieder das Gleiche. Ich kann hier nicht runterfallen. Die Tentakel schnappen mich dann. Ich springe wieder auf eine Plattform drauf. Das, ja, läuft schon. Okay, was ist jetzt? Klimax oder Climax, je nachdem, wie man es aussprechen will. Also dieser Bosskampf ist schon bisher mit der zumindest grafisch anstrengendste. So, wieder als Kätzchen hier rum. Muss man sich schon durchaus konzentrieren. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wieso Bayonetta so gehypt wird von einigen Personen. Es ist schon ein relativ cooles Spiel. Klar, ihr könnt jetzt auch Devil May Cry oder ähnliche Spiele spielen, aber... Es hat schon so seinen eigenen Stil. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Autsch. Auch wenn sich vieles wiederholt, muss man ja sagen. So, du kannst jetzt durchaus mal sterben. So, dann macht die Plattform erstmal wieder kaputt. Das ist ja... Hier geht es mehr oder weniger immer das Gleiche. Jetzt wird mich wieder so ein Ding packen, dann drücke ich wieder diese beiden Tasten, dann komme ich wieder auf die Plattform. Oder auch nicht. Doch. Ja, also klar, das Spiel ist von dem, was man macht, immer relativ gleich. Aber wenn man ganz ehrlich ist, das ist jetzt... Ja, was heißt nicht schlimm? Es ist ja, wenn ich jetzt... Oh, was bist du für ein Ding? Muss ich dich vielleicht angreifen? Wenn man jetzt so ein Diablo 3 oder sowas spielt, das ist ja auch immer das Gleiche. Das ist bei solchen Spielen einfach. Oder wenn ich jetzt Super Mario World spiele oder Super Mario Bros. U, es ist immer... Ist ja auch immer das Gleiche im Prinzip, ne? Also von daher kann man dieses Argument bringen? Könnt ihr ja gerne mal schreiben. Okay, offensichtlich muss ich diesen Kopf nicht angreifen. Achso, da muss ich da immer nur hoch, glaube ich, ne? Als
kleine süße Hexenkatze. Und es ist auch schlimm, überhaupt nicht schlimm, wenn ich hier getroffen werde, weil ich irgendwie so gut wie gar keine HP verliere. Es bringt, oder hält mich halt 2 Sekunden auf, aber na gut. Ich weiß ja nicht, wie das in höheren Schwierigkeitsgraden ist, ob man da eventuell dann wirklich sterben kann. Was man in diesem Schwierigkeitsgrad wirklich nur kann, wenn man sich ziemlich dämlich anstellt. Gut, ich bin ein paar Mal gestorben. Aber von daher. So, mach mal hier Schnetzel, Schnetzel. Wird Zeit, dass diese komische Pflanze allmählich mal tot ist. Okay, was ist jetzt los? Muss ich hier noch irgendwie was machen? Nochmal Klimax. Das Ding will es offensichtlich richtig wissen. Yeah. Mich erinnert dieser Anzug übrigens auch so ein bisschen an dieses Nebelmonster aus Lost tatsächlich. Mich würde mal interessieren, was da im Englischen steht, wenn bei uns Gigatonne steht. Wie das übersetzt wurde, das würde mich echt mal interessieren. Ich meine, ich könnte es auf Englisch stellen und es rausfinden, aber so sehr interessiert es mich dann doch nicht. Aber wir haben den Kater gerettet. Das ist auf jeden Fall die Hauptsache an der Stelle hier. I suppose one of them is an adult, so they should be okay. Ja, das war Kapitel 11, die Kardinaltugend der Gerechtigkeit. Ein, ja, durchaus anstrengend. Ich merke gerade, wie meine Augen langsam müde werden. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, aber gut. So ist das. Muss ich dann an der Stelle auch mal durch. Ja, Angel Attack werden wir jetzt einfach wie auch zuvor schon überspringen. Genau, und wir tauschen das wieder gegen Geld, was wir sowieso nicht ausgeben. Wobei, eventuell könnte ich mir jetzt mal eine Technik kaufen. Ich habe, glaube ich, 280.000 und eine kostet ungefähr, wie war das, irgendwie 200.000? Ich könnte gleich nochmal nachgucken. Kapitel 12, der zerbrochene Himmel. Gut, erstmal speichern. Wir wissen ja nicht, was passiert. Eventuell wird das Autosave kaputt gemacht. Ich hatte das mal letztens vor ungefähr einem Jahr oder einem halben Jahr bei Crash Bandicoot 1. Ich habe das nicht gespeichert und mein Autosave, also bei der Insane Trilogy, ist dann kaputt gegangen und ich durfte das ganze Spiel nochmal von vorne spielen. Das, ja, war dann nicht ganz so geil. Ich habe es dann auch nicht gemacht. Von daher bin ich aufgrund dieses Erlebnisses ein wenig vorsichtiger geworden. Gut, die Filmsequenz überspringen wir, weil er labert da nur Müll rum und ja, ich bin der Coolste und bla bla bla. Zubehör, was sind das denn hier für Zubehörteile eigentlich? Okay, das wäre auch eine Idee, mir das zu holen. Techniken, Stiletto. Wir können uns ja erstmal Stiletto holen. Absatzgleiter hört sich auch cool an. Was ist denn das Coolste? Wir werden ja eh nicht alles kriegen. Innere Krähe. Okay, das scheint mir relativ praktisch zu sein. Verwandle in eine Krähe, wodurch du vorübergehend fliegen kannst. Drücke ZR 2-mal schnell. Oder halte, während du in der Luft bist. Ja, das kaufen wir. Kann ich mir das kaufen?
Ich habe mir das einfach mal gekauft. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist mir relativ egal. Und dann geht's. Wo ist denn die Stadt? Hast du bei dem Wii U Gamepad? Egal. Das Spiel war schneller als ich und ja. Viel hätten wir jetzt auch nicht verpasst, hätten wir das übersprungen. Kapitel Nummer 12, der zerbrochene Himmel. Ich bin gespannt wie ein Bogen. Und wir gucken mal. Wie gesagt, das letzte Kapitel war ein bisschen anstrengend, aber noch habe ich Energie, um Bayonetta hier weiter voranzubringen. Excuse me, sir. May I have my glasses back? Huh? Oh, yeah. Here you go. Cereza, how did you get such magical glasses? The glasses aren't magic, silly. I can see the monsters without them. Monsters? Not quite. So, has Bayonetta, I mean your mom, been fighting these big bad monsters for a long time? Mummy is a witch, and witches protect people and are very strong. When I grow up, I'll be strong too, and I'll protect my mummy. Wait, you think witches do what? Point in arguing with a little kid. I'll manage on my own. I'm sure you will. Mummy! Shit! You never cease to amuse me, Cheshire. I suppose that's your next target? Oh yeah, Flugzeug Action. This is yours, little one. You didn't cry while I was gone, did you? Mit dem Pflaster, das ist auch cool. Good. Bayonetta. No matter how I ask, no matter how many times, you always say the same thing. Come now, Kitty. You know it was a all misunderstanding. Just... You're so stubborn, you know that? My father. He was a journalist too. In fact, he was twice the man I could ever hope to be. He was obsessed with one case his entire career. A case so bizarre it took over his life. They could have made a movie of the details. The followers of darkness, the Umbra Witches, and their light world counterparts, the Lumen Sages, controlling everything with a power known as the Eyes of the World. Then, the Light and Dark Clan suddenly disappeared from their medieval home in Europe. You may be familiar with the town. You're standing in it. Welcome to Vigrid, 500 years later. 500 years? Each clan, working at the behest of the powers that be, sought to lead their fractured world towards peace. They both possessed an eye said to have the power to create history that they used to oversee the world. However, their spirit of cooperation did not last. For amongst them, a pair of young star-crossed lovers conceived a child that sent the clans on a path to ruin. The woman was thrown in jail, and the man exiled from his clan. However, the child remained with the Umbra, raised as a black sheep, even amongst the darkness. Since the balance between light and dark had been lost, both clans spiraled into decay. Legend had it that the two eyes could be united to control reality itself. And this legend fueled ambition and desire, leading to a myriad of battles. Ja, so langsam kriegen wir ja die Geschichte erklärt. Das finde ich ganz gut. It led to their mutual destruction. My father was mocked for buying such a fairy tale. However, I believed his story. And I believe it more than ever now that I've found you. The memory of the clan lingers on, despite the passing of 500 years. What on earth was my father searching for? And why did he have to die for it? Ich
That's why I haven't given up my chase for it. Or you. The head of the Ithaval Group, the multinational that dominates Vigrid, recently tried to sell an enormous gemstone on the black market. If he isn't selling out in the open, it means we're going to have to acquire it by other means. And that starts by sneaking onto that jet. Ja, es war ja mal eine Abwechslung, vielleicht auch mal Menschen zu töten und nicht nur immer die gleichen Dämonen. So, das wäre cool. Aber wir gucken, wahrscheinlich werden wir trotzdem weiter die ganze Zeit gegen Engel und sowas kämpfen. Mommy, are you looking for something? I am. How did you lose it? Little one. Do you have anything you really like? Something really important to you? Yes, this. I love it. Das ist wahrscheinlich ein Bild von ihrem Vater und ihrer Mutter und hier so drin, oder? Oder vielleicht ein Magiegegenstand? Where did you get this? You gave it to me, Mommy, for my birthday. When you love something, never lose it. Understand, little one? You must keep it safe, close to your heart. Wir werden sicherlich noch erfahren, wofür dieses Ding gut ist, denke ich mal. Oh mein Gott, was für eine riesige Überraschung, ein Gegner kommt. Ich will jetzt den Part eigentlich abmoderieren, aber irgendwie endet diese Sequenz einfach nicht. Jetzt haben nicht die Engel die mit dem Flugzeug geführt, das müssen ja dann irgendwie Menschen oder sowas ähnliches zumindest sein. Ich bin gespannt. Und ja, an der Stelle mache ich hier mal einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis denn. Tschüss.